Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, ihr habt jetzt länger nichts von mir gesehen und gehört. Also erstmal an alle, die sich irgendwie schon Sorgen gemacht haben, mir geht's gut. Mir ging's auch die ganze Zeit gut. Was heißt gut? Also ich bin halt sehr, sehr eingespannt im Moment auf der Arbeit und hatte ganz ehrlich einfach keinen Antrieb, ne, Videos zu machen und auch nicht so viel zu basteln. Lag auch mit dran, dass ich habe mir die Stickmaschine gekauft, das hatte ich ja schon mal erzählt, und habe mich jetzt erstmal mit der auseinandergesetzt, so ein paar Projekte da drauf mal ausprobiert und die verschiedensten Dinge werde ich euch auch noch zeigen, werde ich auch ein Video zu machen, werde auch ein Video machen, was ich denn in der Zeit, in der ihr nichts von mir gesehen habt, so gemacht habe. Das kommt dann jetzt nach und nach. Genau, also das nur mal ganz kurz dazu, warum ihr so lange nichts von mir gehört habt. Also bei mir ist alles in Ordnung, alles ist gut. Ich war jetzt auch vorgestern bei Action seit langer Zeit mal wieder. Ich habe mir halt fest vorgenommen, nicht mehr so viel zu kaufen, und da kam mir jetzt natürlich diese ganze Lockdown-Geschichte und alles, was damit zusammenhängt, in meinem Vorhaben auch sehr entgegen, ne? Ja, es lag aber auch mit an der Zeit und ja, also ich war halt die ganze Zeit gar nicht, und jetzt war ich seit langem mal nochmal, habe auch ein bisschen was gekauft, und ich zeige es euch einfach mal, ne? Genau. Was alles, wenn sonst noch irgendwas zu sagen ist, zwischendurch werde ich das sagen. Genau, ich habe auch noch mal Blind Bags, zwei Stück am Ende des Videos. Genau, aber ihr werdet das dann sehen. Bleibt einfach dran bis zum Ende. Und genau, dann legen wir direkt los mit recht uninteressanten Dingen. Und zwar habe ich mir meine Lieblings-Sneaker-Socken gekauft hier. Ja, die finde ich einfach super, die rutschen nicht am Fuß, die sitzen und die sind einfach super bequem, die schneiden nicht ein, das sind halt Herrensocken, ne? Die sind immer etwas größer und angenehmer. Ja, Preise habe ich heute leider nicht für euch, ich habe den Zettel nicht mehr, warum auch immer, der ist irgendwie verschwunden in der Tasche, er ist nicht mehr da. Dann habe ich mir hier Milka mitgeholt, so ab und zu mal was Kleines, Süßes. Das sind Noisette-gefüllte Milka-Herzen. Genau, wenn man da abends mal ein, zwei von isst, dann ist die Lust auf Süßes auch mal wieder für eine Zeit gestillt. Genau. Ich habe mir ein neues Spandertuch mitgeholt. Ja, ein Jersey-Spandertuch. Sehr spektakulär, weil die sind einfach im Action am günstigsten. Und ich glaube, ich meine 3,50 Euro oder sowas kosten die. Und da können die so lange halten, wie sie wollen, ne? Genau, ein spektakuläres Spandertuch. Ja, da meinem Mann alle 2 Sekunden die Kopfhörer kaputt gehen, habe ich mir die nochmal mitgeholt. Ich mag die gerne, er nicht so, aber er soll nehmen, was er bekommt. Deswegen einfach mal nochmal ein paar von denen, die kosten immer so um die 2,50 Euro. Für mich habe ich auch nochmal einen Ersatz mitgeholt. Für mich sind die völlig ausreichend, ich brauche nur Kopfhörer. Wenn ich abends vorm Schlafen gehe, noch irgendwelche Videos auf dem iPad gucke, und dann ist es halt, dann müssen die halt einfach gut ins Ohr passen, dürfen nicht drücken, und die sind das einfach bei mir. Ne? Ich habe schon so viele ausprobiert, aber die funktionieren einfach am besten bei mir. Jo, dann habe ich mir hier diese Gesichtsmaske geholt, fand ich ganz hübsch mit dem Muster. Ja, was gab nur dieses eine Muster, auch davon waren nicht mehr viel da. Da sind immer 5 Stück drin und ja, die waren nicht teuer. Ich weiß es nicht. Ich kann euch leider, wie gesagt, Preise bin ich leider raus. Ja, dann stand gleich am Eingang hier so ein Organizer. Das ist eigentlich ein Make-up-Organizer. Aber ich habe jetzt festgestellt, ich habe halt ganz viele verschiedene Scheren, Stoffscheren, Stickscheren, gebogene, gerade, kleine, große, Zickzackscheren, Applikationsscheren. Also weiß der Geil, wie viele Scheren. Und die liegen bei mir einfach so auf dem Schreibtisch rum, oben auf dem Arbeitstisch. Und die hätte ich halt gerne irgendwo schön sortiert. Und dann habe ich mir gedacht, ich probiere das hier. Also die Fächer hier vorne sind bestimmt gut für die kleinen Scheren, ne? Da können die gut rein. Hier kann auch mal noch anderes Zeug rein, solche Stoffklemmen und sowas. Also ich denke, der ist auch dafür sehr gut geeignet. Deswegen durfte der
mit. Jawohl. Ganz spektakulär. Ich brauchte unbedingt Paketklebeband. Genau. Ach ja, übrigens, Paketklebeband, das war auch ein Grund, warum ich mich noch nicht wieder gemeldet habe, wegen dem Papier. Da hatte ich nämlich erstmal kein Paketklebeband mehr. Ich habe aber auch noch nicht fertig aussortiert. Also ich habe kistenweise Sticker aussortiert und anderes Zeug. Bis zum Papier bin ich nicht vorgedrungen, weil ich mir dadurch einfach schon so viel Platz geschaffen habe, dass ich die die Maschine aufstellen konnte, meine Nähmaschine. Also eigentlich ist das oben in meinem Zimmer jetzt nur noch Näh- und Stickbereich aktuell. Und dann, vielleicht kennt er das, ne, wenn man mit sowas dann anfängt und hat sich den Platz geschaffen, den man braucht, dann schiebt man das andere wieder nach hinten. Ne? Und so ist es jetzt bei mir der Fall. Ne? Ich habe den Platz gefunden, den ich brauche und habe jetzt Papier erstmal nochmal, weil das Regal eigentlich noch das Aufgeräumteste war im Zimmer, habe ich das einfach mal jetzt zeitlich nach hinten geschoben, aber ich habe Ende Mai nochmal Urlaub und dann werde ich das in Angriff nehmen. Genau. So, also Paketklebeband und dann habe ich mir noch hier dieses Textilklebeband gekauft, weil das brauche ich ganz viel beim Sticken, wenn ich eine Tasche sticke oder sowas und es ist ein Innenfutter dabei, dann muss das irgendwie unter dem Rahmen festgeklebt werden und da ist halt Textilklebeband, das klebt halt am besten und deswegen habe ich mir da nochmal eine Rolle mitgeholt, kann ich dafür sehr gut brauchen. So, das war's, glaube ich, schon an den relativ uninteressanten Dingen. Nee, ich habe hier noch, da bin ich jetzt schon, also da laufe ich schon Monate dran vorbei für die Hunde. Da ist halt so eine Knisterflasche drin. Ja, also das ist eigentlich eine ganz popelige Geschichte. Ne? Einfach so eine PET-Flasche ist da in diesem Dings. Und wenn man die halt knistert, ja, mal gucken. Also mein Pudel, den ich mal hatte, der war da ganz wild drauf auf diese Knisterflaschen. Wie es bei den beiden ist, ich weiß es noch nicht. Wenn nicht, bekommt es halt der Pudel von der Freundin meines Sohnes, weil da weiß ich, dass die auf jeden Fall da drauf steht. Also nicht die Freundin, sondern die Hündin. Das. So, und dann geht's jetzt los mit den Bastelsachen, glaube ich. Ja, genau. Ich habe mir hier nochmal von dem Filz geholt. Weil da brauche ich manchmal was, wenn ich was applizieren will mit der Maschine oder sowas. Gerade weiß und schwarz, also für Augen zum Beispiel, bei einem Plüschtier oder so, da ist das sehr gut. Oder halt, wenn man so einen Untersetzer macht, kann man auch hier schön dieses Rosenmuster mal nehmen oder die Sterne. Ja, genau, deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme mir das mal nochmal mit. Habe ich zweimal eingepackt und gekauft. So, was haben wir noch? Ich muss gucken, ich habe das alles um mich rum verstreut. Die ganzen Sachen. So, hier Baker's Twill, den gab es in diesen Farben. In den Farben habe ich ihn noch nicht. Deswegen auch das dürfte mit, also mit dem Metallic-Faden mit drin. Grün, blau und rosa. So, hoppala. Komm schon, bleib liegen. So. Das Kalligrafie-Set, das wollte ich auch mal ausprobieren, wie das ist. Ich habe zwar solche Kalligrafie-Füller, aber das hier sind ja so richtige Federn und ich habe das früher in der Schule im Kunstunterricht, da haben wir richtig das mal so gelernt mit so richtigen Federn und mit dem Tintenfass. Und das war irgendwie so, ne, so eine Nostalgiegeschichte. Ne? Deswegen wollte ich das mitnehmen und irgendwann mal ausprobieren, ob ich noch was kann, ob ich es noch hinkriege. Also eigentlich weiß ich, dass das nicht so ist. Aber ja, mal schauen. Ne, das sieht eigentlich immer mal ganz schön aus, wenn man mal sowas schreibt mit so einer Feder. Ich würde es mal ausprobieren. Genau, das durfte mit. Dann habe ich mir diese... Ah, ich wusste, dass da noch irgendwelche Stangen sind. So, da jetzt dazwischen, kleinen Moment. So, jetzt nicht mehr. Dann habe ich mir drei von diesen Sketchbooks mitgeholt. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, also ich denke, das Papier für die...
Für die Aquamarker ist okay. Also das ist zwar auch nicht sehr dick, aber von der Beschaffenheit könnte das funktionieren. Das für die Alkoholmarker, das ist mir ehrlich gesagt nicht glatt genug. Ich werde es ausprobieren, ansonsten kann man es aber auch schön herholen für kleine Kärtchen oder sowas. Genau. Also, wie gesagt, wenn ich mein normales, das Markerpapier, was ich normal hole zum Kolorieren, dagegen anfasse und das hier, dann ist das hier wie Schmirgelpapier, ja. Also das andere ist wirklich richtig glatt und es bringt ja nichts, wenn das Papier so viel Farbe dann rauszieht oder wenn die Farbe verläuft, weil das Papier nicht glatt genug ist oder lässt sich nicht verblenden. Ne? Also ich werde es mal ausprobieren, aber ich befürchte, dass das nicht wirklich funktioniert. Nichtsdestotrotz kann man das halt immer gut gebrauchen. Deswegen habe ich 3 mitgeholt. Genau, das sind immer sind mehr Blätter drin für Aquamarker. Genau, 35 Blätter für Aquamarker und 25 für die Alkoholmarker. Die für Aquamarker sind, haben eine 190er Grammatur und die für die Alkoholmarker 200. Jawohl, dieses. Genau, dann habe ich mir Bänder mitgeholt. Diese hier hatte ich schon in anderen Holz gesehen. Bänder kann ich natürlich zum Nähen und Sticken auch immer brauchen, aber auch für Karten oder sowas kann man die ja immer benutzen. Ne? Da haben wir hier unter dem blauen, wartet mal, hier ist es auch, da sind halt solche Pfeile noch. Ne? Dann hier so eine blaue Rüschenbordüre, genau, und diese Bänder. Das blaue habe ich nur einmal geholt. Weil Blau ist ja nicht so meine Farbe. Ich finde auch das Gold extrem, also extrem gelb, aber ne, gerade hier schwarz findet man so selten was. Unter der schwarzen Rüsche ist dann noch so ein Paillettenband. Ja, und da man schwarz halt selten findet, habe ich mir das auch zweimal genommen. Und dann dieses hier. Na, hauptsächlich wegen den Holo-Geschichten, aber auch das hier finde ich sehr schön. Genau, das ist halt auch schön für Schleifen oder sowas. Ja. Und dann habe ich noch Band gefunden. Das habe ich bis jetzt noch in keinem Haul gesehen. Aber ich gucke ja auch nicht alle. Ich schlafe ja immer gleich ein, abends, wenn ich irgendwas gucke. Und zwar einmal hier, dieses in dem Grün. Das ist oben so ein Organza-Band. Hier in der Mitte auch. Da sind dann noch so Rosen auf dem Draht mit dran. Und hier unten, das finde ich halt sehr schön, dieses Blümchenband. Ein bisschen schmäleres, schmaler. Genau. Ja, einmal in den Grün, dann in Rosa. Das sind insgesamt 12,5 Meter, das ist auch nicht so wenig. Ne? Heißt jeweils 7,5, da ist schon was. Achso, nochmal Rosa und dann das Lila. Also ich mag ja, ich bin ja mal kein Lila-Fan, ne? Aber das hier, es ist ja auch nicht lila, es ist ja Flieder. So. Genau, das finde ich halt schon sehr, sehr schön. Ne? Und auch da finde ich das Blümchenband sehr schön. Ja. Hobbyflora ist das. So, das ist dieses. Ich mache mal hier ein bisschen Platz, es wird mir zu eng. Jetzt kann ich euch nichts mehr richtig zeigen. Na komm schon. Ja, ich muss mich jetzt auch ganz ehrlich, ich muss mich richtig aufraffen, jetzt das Video zu drehen. Ne? Weil ich habe mir nämlich noch was gekauft. Mal gucken, vielleicht drehe ich euch dazu auch ein Video, weil es ist einfach toll. Und zwar gibt es von Lego diese Lego Art, also diese Lego Kunst. Bilder, ja, und da gibt es jetzt Mickey. Also eigentlich ist es Mickey und Minnie in einem Set. Wenn man beide machen möchte, also das sind halt Bilder. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das sind halt am Ende Bilder. Und in dem Set habt ihr die Möglichkeit, entweder Mickey oder Minnie zu machen. Wenn ihr beide machen möchtet, braucht ihr 2 Sets.
Und die waren jetzt bei Amazon im Angebot. Und da habe ich mir halt beide geholt und habe jetzt von gestern bis eben schon eins fertig gemacht. Und jetzt kribbelt es mir natürlich in den Fingern, das zweite als Mini halt auch zu machen und dann halt dieses große Bild zu haben. Das ist dann 80 mal 40 groß. Ja, ich guck mal. Wie gesagt, wenn ich Lust habe, filme ich euch da auch noch ein Video zu, weil das ist echt mega coole Sache, macht richtig Spaß. Und das kann man auch, also es gibt auch dann Möglichkeiten, das dann nachher mal nochmal umzubauen. Ne? Das heißt, ihr friemelt dann alles wieder ab, was ihr drauf gemacht habt, und macht das dann in einem anderen Motiv nochmal. Also da gibt es einige Möglichkeiten. Ja, aber würde ich euch dann entsprechend in dem Video erklären. So, was ich mir noch mitgenommen habe auch, ist die Stamp-Plattform. Eigentlich bräuchte ich die nicht, aber was mich jetzt mal interessiert hat, weil ich habe meine, die habe ich schon Jahre. Die habe ich mir auf einer meiner ersten, nee, die habe ich mir in Frankfurt mal auf der Kreativmesse gekauft. Genau, das war die zweite Messe, auf der ich war damals, genau. Die war relativ teuer, aber die sieht 100% genau so aus. Ja. Und da würde ich halt gerne mal vergleichen, ne? Ob sie auch von der Qualität her genauso ist und ob sie auch so gerade ist. Also wisst ihr, wie ich meine, ne? Also ob das halt alles genauso funktioniert wie mit der. Ja, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja eine Zeit lang immer nur meine Tim Holz Stempelhilfe benutzt, aber ich weiß nicht, irgendwie die letzte Zeit, wenn ich was stempel, hole ich immer wieder die. Die ist halt kleiner, irgendwie geht's schneller, keine Ahnung. Ich muss halt nicht das Ding drehen, je nachdem, was ich für einen Stempel habe. Also, ja, wie auch immer. Genau. Papier habe ich aber nichts Neues. Also, ich habe mir die mal mitgenommen, weil das halt einfach so Basic-Papier, also anderes Papier, ne, ist ja nichts mehr. Aber Basic-Papier ist halt immer so eine Geschichte, die man braucht. Die Blöcke kennt ihr, ne? Der habt ihr in allen Holz, glaube ich, schon gesehen. Ich habe mir auch nur diese Pastellfarben mitgenommen, weil, ja, weil, ne? Andere brauche ich einfach nicht. Und ich kaufe einfach nichts mehr, was ich nicht brauche. Und was ich mir auch mal mitgenommen habe, weil es mich einfach interessiert hat und weil ich es wirklich sehr schön finde, ist dieser Paperwriting-Block. Auch die haben schon viele gezeigt, ne? Das ist immer ein Briefpapier und der passende Umschlag. Und ich habe mir halt dieses Jahr ausgesucht, weil ich das halt sehr hübsch finde. Ja, es sind sogar zwei Umschläge und zwei Papiere entsprechend. Ja, wenn man mal was schreiben möchte. Also ich finde es ganz hübsch. Ja. Aber wie gesagt, ich habe da auch nur den einen mitgenommen, weil ich den von den Mustern her noch ganz schön fand. Die anderen waren auch nicht so mein Ding. Ja. Dann habe ich mir noch Stanzen mitgenommen. Also bei Action, die werfen dich ja tot im Moment mit Stanzen. Also mit Stanzschablonen. Und da habe ich mir gedacht, okay, so ein paar, ne, kann man ja mal mitnehmen, was man nicht hat oder was man sich denkt, was mal irgendwo zum Einsatz kommen könnte. Ja, da habe ich zum einen die hier mitgeholt, die ist auch schon älter. Ja, das ist halt so eine Fensterstanze, die man verschieden positionieren kann. Ja, einmal diese. Dann habe ich mir die mitgenommen, weil ich weiß nicht, warum ich mir die noch nicht geholt habe, aber ich finde es einfach süß mit diesem Polaroid-Rahmen. Entweder gab es sie bei uns nie, ich weiß es nicht, weil ich wollte eigentlich schon immer mal so eine Polaroid-Rahmenstanze haben. Ja, jetzt habe ich eine. Dann habe ich mir diese Herzrahmen mitgeholt, die diesen Stitch-Effekt hier haben. Genau, also nichts Besonderes. Ja. Man hat halt, kann halt verschiedene Herzen mitmachen. Was soll ich dazu sagen sonst noch? Dann die Wolken, die fand ich halt mega süß. Hatte ich bisher auch noch nicht gesehen. Mit Blitz und Regentropfen. Ja, ganz süße Idee. Und dann hier die ganz neuen. Da gibt es, ich glaube, acht verschiedene. Ich habe mir aber nur drei mitgeholt, weil die anderen, ach ja, man muss ja nicht immer alles haben, ne? Also es sind solche Tech-Stanzen. Da hat man dann
kann man dann hier so ein Schildchen noch an Tag dranhängen und kann dann hier dieses Band ausstanzen und hier oben durchziehen und kann es irgendwo dranhängen. Man hat noch einen Schlüssel, den man mit drauf machen kann. Ja, genau. Eine ganz hübsche Idee. Dann diese hier. So gerade für ein Geschenk oder sowas ist das ganz nice. Mit den Luftballons, dem Geschenk. Ja, kann man auch diesen Wimpel hier da oben dran machen. Oh, ich habe doch vier, sehe ich gerade. Ja, die hier fand ich auch ganz hübsch. Das ist so ein bisschen orientalisch gemacht, ne? Mit Blumen und der Feder. Ja. Die. Und dann noch diese hier. Die kann man unten umklappen und kann dann da noch was reinstecken, ne? So für Geld oder einen kleinen Gruß, keine Ahnung. Irgendwas geht da immer rein. Jo. Die vier. Wie gesagt, es gibt noch vier weitere, aber das war mir dann too much. Ja, und dann habe ich mir noch ein Stempelset mitgeholt. Und das sind dann diese Viecher hier. Die fand ich auch ganz niedlich. Mal was anderes, ne? So Quadratköpfe. Ja, ganz hübsch. Alles andere. Ich brauche keine Blumen und keine Ranken und keine Banner. Und brauche ich alles nicht. Habe ich alles in mehrfacher Ausfertigung. Deswegen nur diese hier. Ja, die und dann kommen wir schon zu den Blindback-Geschichten. Und zwar habe ich einmal hier, guckt mal, jetzt gibt es die Cutitos als Pizza-Itos. Ich habe mich echt, ich habe mich wirklich zusammengerissen. Ich war versucht, mehr als eins zu holen, aber da habe ich mir gesagt, nein, 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 lass die Finger weg. Eins reicht. Eins ist eigentlich schon zu viel, aber es kitzelt dann doch immer noch mal so, ne? Und dann habe ich mir das geholt und dann noch diese beiden. Wir gucken uns die mal gerade an, was drin ist. Und das dauert ja auch bei denen alle nicht so lange. Da ist ja nichts zum Zusammenbauen oder sowas, sondern einfach nur auspacken und dran freuen. So, komm runter, Papier. Okay, diese Box ist schon mal ganz süß. Ne? Seht ihr, das ist wie so ein. Das sind so Vorhänge dran. Ja, ganz niedlich. Und die sind wieder in den Täschchen. Gab es ja schon mal welche, ne? Von denen. Na. Die Deckel halten halt nur nicht so gut. So, wen haben wir denn da? Oh. Eine kleine Katze. Sehr niedlich. Mit Flügeln. Und mit dem passenden Täschchen. Ja. Das ist ganz hübsch. Und ich versuche einen Anfang zu finden. So. Na komm schon. Wehrt sich noch ein bisschen. Wenn euch das auch interessiert mit der Stickmaschine, wie das so funktioniert und so, dann schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Dann kann ich euch da gerne mal ein Video zu machen, wie so eine Stickmaschine funktioniert, was man alles damit machen kann. Vielleicht sind ja welche unter euch, die sich da auch schon mal überlegt haben, ne, sich an sowas mal dran zu wagen oder da mal dran zu gehen. Also ich kann nur sagen, es ist einfach eine tolle Sache. Es macht riesig Spaß. So manchmal stehe ich auch auf dem Kriegsfuß mit dem Teil, wenn sie mir einen Faden immer wieder verknotet und weiß ich was. Letzte Woche war das so. Ich bin nicht dahinter gekommen, woran es liegt. Ich habe alle möglichen Einstellungen geändert. Trotzdem ging es nicht. Dann habe ich irgendwann aufgehört. Genau. Manchmal liegt es auch an einem selbst, ne? Genau. Ach, wie niedlich. Na, guck mal da, ein rosanes Häschen. Voll süß. Und auch ein ganz süßes Täschchen. Sehr, sehr niedlich. Ja. Also wie gesagt, wäre schön, wenn ihr mir da einen Kommentar hinterlassen würdet, ob euch das interessiert, ob ich euch das mal zeigen soll.
dann mache ich das auch sehr gerne. So, und dann kommen wir zu meinem Highlight jetzt. Mal schauen, was wir da haben. Bin ja sehr gespannt, dass ich das überhaupt jetzt ausgehalten habe, zwei Tage das mit aufzumachen. Da bin ich auch sehr stolz auf mich. So, na, lecker Pizza. Da gibt es dann auch verschiedene Pizzen, ne? Es gibt hier Diavolo, dann gibt es Hawaii, das geht ja gar nicht, ne? Also für mich hat Obst auf einer Pizza nichts zu suchen, deswegen konnte ich mir auch dieses Ding nicht mitholen, wo die Hawaii-Pizza drauf war. Dann Margarita gab es, also ja, genau, also verschiedene Pizzen. So, ich glaube, so müssen wir es runterziehen, damit wir es nicht gleich sehen, genau. Ne, und innen drin hat man auch nochmal die Pizza. Ui, was sind das? Ja, du bist niedlich, aber was bist du? Ein Igel? Ist das ein Igel? Ah, die haben dann auch, die haben jetzt keine Peperoni mehr drauf, die haben ein Pizzastück drauf. Aber was meint ihr? Ist das ein Igel? Kann eigentlich nur, oder? Da ist ja auch nirgends. Ja, ne, das ist der hier, der da drauf ist auch. Da ist nirgends irgendwie was, was es alles so gibt. Irgendwie gibt es da noch einen Huhn. Und da so ein Brokkoli-Hund. Der wäre cool gewesen, ne? Ja. Gut. Igel. In einer Peperoni-Pizza. Ist ja auch schön, ne? Könnte ich ja meinem Mann mal heute Abend auf den Teller legen, vielleicht. Und irgendwie so ein bisschen Pizzageruch. Oh, ich laber dumm. Vergesst einfach. Dummes Gespräch. So, packe ich den Esel wieder ein. Bisschen enttäuscht bin ich schon. Ich hatte mir echt was Hübscheres erwartet, weil ganz ehrlich, die anderen Cute-Titos fand ich süßer. Aber ist auch gut so. Dann muss ich mir auch keins mehr kaufen und ich werde jetzt auch so schnell auch nicht mehr zu Action fahren. Also das, wie gesagt, werde ich alles einschränken, aber wenn ich dann mal hinfahre, dann drehe ich euch natürlich auch ein Haul. Ist ja gar kein Thema. So, ihr Lieben, das war's. Wie gesagt, wenn ihr mal was zu der Stickmaschine sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich zeige euch noch, was ich in der letzten Zeit so alles gemacht habe in einem anderen Video. Wenn euch das mit der Mickey Mouse Lego interessiert, ne, auch da gerne in die Kommentare. Dann stelle ich die Kamera auf zwischendurch, wenn ich das mache, das zweite. Und ja, genau, dann danke ich euch an dieser Stelle fürs Zuschauen. Alle, die heute neu dabei waren oder die meinen Kanal noch nicht abonniert haben, wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, drückt auf Abonnieren und drückt auch gleich die Glocke, dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir an den Start geht. Ja, und ich danke euch fürs Zuschauen an dieser Stelle und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Tschüss.